Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Wir sind hier in der abgrundtiefen Höhle, U3 mittlerweile, und hier drin wird es mir verdammt nicht gefallen, ein Hypno. Hier drin sind so viele starke Pokémon unterwegs, dass es mir echt ein wenig Sorgen bereitet, langsam aber sicher. Okay. Gemeinsam können wir es schaffen, Freunde. Gemeinsam könnten wir einen Weg hier rausfinden. Und... Ah, nein! Los, helf mir. Heilbock. Nein, nicht Heilbockade. Das ist nicht cool. Los, mach's kaputt. Ich würde gerne den Zipal aufheben. Na, oh, gut. Und? Jawohl. Stärke plus. Das kriegt... Moment mal. Ich setz das hier ein und gebe Flunkiefer das dritte Teil. Ein Angriffsringel. Ja, geben. An Flunkiefer. So. Seine Stärke ist wirklich vonnöten. So, mich kurz heilen. Wie sieht mein Magen aus? 44, dann esse ich jetzt noch eine Schleimkost. Hässlich. Ich bin vergiftet. Ja, es ist halb so wild, weil wir können weitergehen. Da drüben steht ein Gegner. Ich hätte das Ding hier gerne. Weitsichtigkeit. Erleichtert dem Träger das Ausweichen von Attacken entfernter Gegner. Da ich vorausgehe, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Porygon 2. Okay, das sollten wir hinkriegen. Shit, ich... Oh nein. Ja, sehr gut. Alle angreifen. Alle. Ja. Und nur Flunkiefer trifft. Shana, wo gehst du hin? Was? Nein! Shana, bitte. Oh, es wird gefährlich. Shana, bitte. Oh, gut gemacht. Boah, diese Dittos, ja, die sind echt schlimm. Diese Dittos sind echt schlimm. Alle werden verwirrt. Nur das Pokémon nicht, das kopiert wird. Erhöht die Volltrefferquote bei sehr effektiven Attacken. Ich gebe das mal Shana. Dann gehe ich weiter, hole mir dieses Ding hier. Weitsichtigkeit gebe ich Shana auch. Nehmen wir hier diese Beere mit und dann sehen wir, da vorne pennt wieder jemand. Nee, tut es nicht. Ja. Flunkiefer, das schaffst du. Flunkiefer. Flunkiefer. Hallo. Danke. Okay, und dann gehen wir auch gleich weiter. Soll ich ein Elixier zu mir nehmen? Ich denke, das ist nicht unbedingt die schlechteste Idee. Ja, definitiv. Ich hatte auch nur noch ein AP für... Antikraft. Und ich brauche mein Rasierblatt, unbedingt. Oh nein, ein Hypno. Shit, da oben ist noch eines. Erledigen wir erstmal das hier. Oh nein, es steigert seinen Spezialangriff. Nicht cool. Oh nein, nicht cool, es boostet sich. Und es wird besiegt, gut. Erledigen wir das hier. Ja. Jetzt kann Flunkiefer wieder angreifen. Und wenn Flunkiefer angreift, dann haben wir kein Problem mehr. Es wäre alles sehr viel einfacher, wenn Flunkiefer das Team anführen könnte. Was willst du denn hier? Verpiss dich. Ich sagte, verpiss dich. Ein Flunkiefer kann scheinbar nicht angreifen von da hinten. Autsch, langsam wird das ein wenig knapp. Oh Gott. Ich kann mich nicht heilen. Verdammt. Verdammt. Sind hier Gegner? Nee, sind sie nicht. Wann darf ich wieder... Okay. Ich kann mich wieder heilen. Oh, Leute, Panik. Shit, da unten kommen wieder... Oh, leckt mich doch jetzt. 30... Oh, shit. Warum sind die Gegner so stark? Los, du warte, Denne. Sehr gut gemacht. Okay, dann gehen wir hier oben lang, weil da unten war noch ein anderes Pokémon zu sehen. Und die haben wieder was. Effektivschlag. Sollten wir auch jemandem geben? Oder was tut es denn, wenn ich es verwende? Erhöht den Angriff leicht. Verwenden bei Flunkiefer. So. Halt, diese Dinge hier nehmen wir auch noch mit kurz. Und dann gehen wir weiter. Ja gut, auf die einen ein paar Scherben da kann ich jetzt verzichten. Da ist noch so ein Teil. Dann gehen wir weiter. Das war ein super Weg. Hübner hat eine Sindelbeere aufgehoben. Was haben wir hier Schönes? Konfusionsschutz. Ja, brauche ich. Wenn wieder Dittos auftauchen, brauche ich das unbedingt. Oh, warte.
Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Bisofunk, 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 Bisofunk. Shit, ich muss näher ran. Silberblick, ja, darfst du machen. Und ich sollte kein Rasierblatt verwenden, weil es könnte Vegetarier haben. Ich habe eh nur noch 4 AP. Was machst du, Dashana? Ah, du hast ein Elixier aufgehoben. Finde ich gut. Und da ist die Treppe. Super. Super, super, super. Aber ich befürchte, wir können diesen Dungeon ja nicht... Oh nein, ein Russ... Oh, ich hasse Russana. Ich befürchte, wir können diese Ebene nicht einfach so verlassen. Was heißt diese Ebene? Diesen Dungeon hier. Ich fürchte, der wird irgendwie bewacht oder so. Könnte... Wow, das war klasse. Das war echt klasse. Ja, nochmal. Was wollte ich sagen? Wir können diesen Dungeon bestimmt nicht einfach so verlassen, ohne dass der Ausgang bewacht wird. Bin ich ziemlich sicher. Und das will mir nicht gefallen. Somnian! Geh weg! Ein Igler. Ich sag, du sollst weggehen. Jetzt habe ich keine AP mehr dafür. Schon wieder nicht. Okay, aber die Pokémon greifen immer schön an. Schutz plus. Kriegt... Ja... Flunkiefer. Oh, ganz viel Zeugs. Effektivschlag. Kriegt auch mal Flunkiefer. Statusschutz bekommt dann Shana. Standhaftigkeit. Standhaftigkeit. Wichtig. Wichtig. Das kriegt auch Shana. Shit. Kriegt das Flunkiefer. So. Shit, ein Hypno. Shit, Hypno. Okay. Es hat's geschafft. Kombi-Experte, was ist das denn jetzt schon wieder? Info bitte. Erhöht die Trefferquote aller Attacken des Gegners, die er in Kombination einsetzt. Aha. Aha. Und erhöht ansonsten den Angriff. Okay, den gebe ich dann noch irgendjemandem. Ja, mir halt. Genau, und ich sollte noch eine Kombo-Attacke vorbereiten. Für den Fall, dass ich sie brauche. Bei mir das Rasierblatt, bei Shana das... Die Glut. Wobei, nee, das Flammenrad ist, glaube ich, besser. Bei dir den Eisenschädel. Das ist gut. Dann sollte ich mir wieder ein Elixier gönnen. Oder? Ein Elixier? Ja. Ja, definitiv. Und wenn ich noch eine Schleimkost habe, esse ich die auch gleich. Ja, ich habe noch eine. Und diesmal passiert mir was? Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das wäre echt uncool. Oh, wo sind wir? Hier sind auch vorzeitig Schriftzeichen in den Fels gemeißelt. Ich glaube, es geht schneller, wenn Shana uns das vorliest. Ja, denke ich auch. Wärst du so gut? Aber sicher doch. Dann wollen wir mal sehen, was hier steht. Und weshalb werden Pokémon zu Stein? Die Ursache allen Übels liegt in der dunklen Materie. Dunkle Materie? Es geht noch weiter. Die dunkle Materie entzieht Pokémon ihre Energie und verwandelt sie so zu Stein. Durch diese Energie gewinnt sie selbst an Stärke. Um zu wachsen, wird sie unaufhörlich Pokémon zu Stein verwandeln. Was hat das denn zu bedeuten? Und wenn das, was hier steht, der Wahrheit entspricht, dann ist diese dunkle Materie die Ursache für all die Versteinerungen. Aber es waren doch Planas und Yveltal, die uns zu Stein verwandelt haben. Was ist das bloß, diese dunkle Materie? Ist das ein Pokémon? Wenn ich das nur wüsste. Ich höre den Namen auch zum ersten Mal. Da drüben steht noch mehr. Hütet euch vor dem Schatten des Nichts. Denn diese Schatten sind imstande... Hier endet die Inschrift abrupt. Es ist ja ganz in Anschein, als habe jemand in großer Eile diese Worte in den Stein gehauen. Vielleicht ist mitten beim Scheiden irgendetwas vorgefallen. Was sind wohl diese Schatten des Nichts? Nun, hier steht, dass man sich vor ihnen in Acht nehmen sollte. Dunkle Materie. Schatten des Nichts. Ach, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Warte mal, ich habe Neuigkeiten. Wie bitte? Ja, ja, ganz sicher in der Nähe. Klasse! Ist das das, was ich denke? Ja, ich glaube, ihr seid richtig. Geht lang. Parmelin! Ja, bin ich wach oder träume ich? Parmelin! Hey, Bingo, hier sind sie alle. Skopfl und Flapptrix. Oh, super. Flunkiefer und der Denne.
Ja, und Sean und Johnny. Flopterix, Koppel. Schön, dass ihr alle wohlauf seid. Gut, dass wir uns gefunden haben. Damit sollte unsere Chance steigen, weiterzukommen. Ich verstehe, so ist das also. Dieser Ort ist also den Seelen der zu Stein verwandelten Pokémon zugedacht. Wobei, der Daniel hat zwar eben gesagt, es sei schön, dass wir alle wohlauf sind, aber genau genommen sind wir gar nicht wohlauf, stimmt's? Skoppel hatte da schon seinen Verdacht, um ehrlich zu sein. Trotzdem, ich für meinen Teil bin froh, hier mit euch allen wieder vereint zu sein. Das macht mir nämlich Mut. Ja, die Kleine hat recht. Dann sind das Rabigator-Verfolgungsteam und das Ruinenteam wieder vereint. Lasst uns mit vereinten Kräften nach einem Ausgang suchen. Ja, gemeinsam finden wir hier raus. Wir dürfen niemals die Hoffnung verlieren. Wir packen das, hört ihr? Oh oh. War das so ein Schatten, von dem wir uns in Acht nehmen sollten? Ich denke mal ja. Ich denke mal ja. Oh shit. Oh shit, Leute. Vergiss nicht eine Pause. Ich will keine Pause machen jetzt. Kapitel 18. Hoffnung. Das klingt doch schon mal besser. Okay, da können wir uns neu ausrüsten. Das finde ich gut. Irgendwas an diesem Ort ist seltsam. Skoppel hat den Eindruck, als gäbe es dort hinten noch weitere mysteriöse Dungeons. Es gibt nur diesen einen Weg. Wir haben keine andere Wahl, als sie zu folgen. Also immer weiter geradeaus. Tun wir aber erstmal, möchte ich hier ein bisschen ablegen. Alles Geld, ja, das brauchen wir eh nicht. Und Items ablegen. Habe ich genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mini-Belebersamen. Geht soweit in Ordnung, würde ich sagen, aber ich möchte noch Mini-Belebersamen mitnehmen. Ja, nur einen. So, fühle ich mich gleich... Ja, komm, noch einen. Fühle ich mich gleich noch ein wenig sicherer und dann gehen wir halt weiter. Weitergehen? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Ja, ich nehme an, ich will wieder Flunkiefer mitnehmen, weil es ist schon das Stärkste. Barmelin war auch cool. Hydropumpe, Whirlpool, Wasserdüse, Verfolgung. Es hätte 4 Angriffsattacken, das wäre gut. Schaufler, Superzahn, Duplexhieb. Ob Superzahn hier auch? Shit, ich kann die... kann die Attacke nicht genau ansehen. Ob hier auch 50% der KP entfernt wird bei Superzahn? Ich vermute mal nicht. Flapdix war auch gut eigentlich. Aber ich denke, ich bleibe doch bei Flunkiefer. Ja. Ich denke, es hat sich ziemlich bewährt. Los geht's, Leute. Abgelegenes Felsgebiet. Das klingt immer besser. Ah, jetzt sind alle hier. Jetzt sind alle hier. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Okay, jetzt sind wir unbesiegbar. Nur 2. Superzahn hat nur 2 Schaden gemacht. Okay, wenn es nur noch 4 KP hatte, dann kann das gut sein. Okay, Leute, kommt mit. Wow, wir sind ein... Oh, shit. Wir sind ein Riesenteam. Oh mein Gott. So will mir das gefallen. So könnten wir sogar einen Monsterraum überleben ohne Probleme. Oh nein, nicht Windstoß. Nicht sowas hier. Okay, gut. Halt, ich muss auf die anderen warten. Das ist der Nachteil, wenn meine Werte steigen, dann bin ich schneller als alle anderen. Ah nein, sie teilen sich wieder auf. Shit, sie teilen sich wieder auf. Shit, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Flunkiefer ist alleine unterwegs. Shit. Flunkiefer. Nein, Flunkiefer. Ja, es ist stark genug, um sich wehren zu können, aber trotzdem. Ah, da ist es ja wieder. Oh mein Gott. Ja, in so ein großes Team, da trennen sich ein paar Mitglieder ziemlich schnell mal von den anderen weg. Das darf nicht sein. Wow, das war super. Hier noch ein paar Stäbe. Konfusionszweige, ja, das nehme ich mit. Und hier geht's gleich weiter. Oh, verkackte Fallen. Was? Ich kann meine Synthese nicht mehr einsetzen. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Da unten sind gegnerische Pokémon. Ich nehme mal das hier mit. Was zum Teufel? Shana, greif an. Okay, brauchst du gar nicht. Nehme ich mal den Zipal mit Standhaftigkeit. Den nehme ich, ja. Nee, den gebe ich Shana. Nehme ich noch das hier. Erstarrt. Das muss mit. Und wie das mit muss. Sind da alle Pokémon besiegt? Ja, sind sie. Okay. Gehen wir weiter. Girafarig.
Bams. Oh nein, warum trifft Barmelin nicht? Ich bin Barmelin? Oh, okay, ich wollte schon sagen. Trinken. Nee, es wäre jetzt Verschwendung, wenn ich es jetzt einsetzen würde. Lassen wir da... Kommt die Schleimkost. Scheiß auf das Zeugs, wir haben Äpfel. Oh, 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 jetzt wird's gefährlich. Metang. Jetzt wird's gefährlich. Ja, getroffen, super. Sieht immer so aus, als ob die Attacke nicht treffen würde, aber sie tut es. Halt, da sind ganz viele hier Dinger, ne? Nehmen wir alles mit. Da ist noch einer. Oh, und wir kriegen Schutz plus. Schutz plus. Verringert den Schaden. Nehme ich. Ja. Dann gehen wir hier weiter. Dann hier hoch und da. Oh! Na, ja, dich habe ich jetzt beinahe zu spät gesehen. Ja, Flaptrix macht guten Schaden von da hinten. Ist in Ordnung. Elixier. Ah, komm, ich trinke es halt. Besser als es hier zu lassen, dann kann ich auch meine Synthese wieder einsetzen. Dann sind wir wieder hier. Shit. Barmelin. Barmelin. Okay. Okay. Gut. Habe ich nichts dagegen. Oh, 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 vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und Flunkiefer. Sehr gut. Oh, Flunkiefer ist so ultra stark. Was würden wir bloß ohne es machen? Oh, hier kann ich jetzt noch nicht beenden. Hier sind zu viele starke Gegner. Magnetflug. Oh, nein. Wow. Wow, würde bitte irgendjemand... Ja, genau so. Das Koppel wird nicht getroffen. Das ist sehr praktisch. Bams. Okay, Antikraft wurde aufgestuft. So, das Vieh ist kaputt. Und das Vieh ist auch kaputt. Sammeln wir hier noch alles kurz ein. Können wir alles gut gebrauchen. Das hier noch. Das hier und das hier. Okay, Leute, aber dann würde ich sagen, das war es erstmal für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, hier irgendwo einen Ausgang zu finden. Und da wir jetzt wieder so viele sind, glaube ich, können wir es schaffen. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.